Das war für Leute aus der Stadt, war das eine andere Kultur, wirkten die ein bisschen tumber, obwohl das, also muss ja gar nicht stimmen. Wunderschön, Peter Schieger noch zu verfolgen bei den Mädels vom Immenhof, wo der schlaue Eckbert aus Berlin ankam. Ja, sowas, ne? das transportiert genau. Aber eine Vorstellung vom Land. Und das heißt auf der anderen Seite, dass die sich natürlich auch benachteiligt fühlen. Und Hitler gab ihnen jetzt, und auch Daré gab ihnen jetzt das Gefühl sozusagen, die erste Macht im Staate zu sein, neben den Arbeitern und allen Ständen, wie die sich immer ausdrückten. Und das brachte natürlich Selbstbewusstsein, in diese Kreise. Dann war dann nicht mehr in den Dörfern der Pastor oder der Polizeichef oder der Rektor der Chef im Dorf, sondern da war es halt der Reichsbauernführer, also der Ortsbauernführer. Das war dann derjenige, der das Sagen hatte. Das hat natürlich auch viel Prestige zu tun und viel Macht. Und das wurde sozusagen massenhaft auf dem Bückeberg zelebriert. Und damit, ob es den Bauern jetzt besser ging, das ist eine völlig andere Diskussion. Ist nämlich überhaupt nicht so gewesen. Und das Bauernleben ging weiter und die Konzentration in der Landwirtschaft ging weiter. Und Ernährungssicherheit in Tüllchen wurde nie garantiert. Es wurde immer ungefähr ein Drittel der benötigten Lebensmittel importiert. Davon ganz abgesehen, aber diese ideologische Aufwertung des deutschen Bauerntums war ein ganz entscheidender Punkt. Also das war jetzt die ideologische Bindung, und diese ideologische Bindung musste geerdet werden sozusagen. Und das passierte natürlich durch den Rassismus der Nazis, die sagten, der rassereine Mensch kann sich nur entfalten, wenn er nicht vermischt wird. Und welche Menschen sind nicht vermischt, rassisch vermischt? Das sind diejenigen, die bodenständig sind. Und wer ist bodenständig? Das ist der Bauer. Und wer ist am bodenständigsten? Das ist der Niedersächsische oder der Norddeutsche. Der norddeutsche Bauer, der hat am meisten rassereines Blut. Der ist dazu befähigt, sozusagen die Erbmasse des siegreichen deutschen Volkes, nämlich der siegreichen deutschen Herrenrasse. Und dann heißt es den arischer Herrenrasse, weil es ja nicht auf Deutschland beschränkt war. Das wussten die Nazis auch. Und damit hatten sie sozusagen das Blut als Herrschaftskennzeichen in die Bauern hineingepflanzt. Und natürlich hieß das gleichzeitig, das Festhalten am Boden war die Tradition der Vererbung und die Tradition des Bleibens, die Tradition der Bodenständigkeit. Und das ist jetzt im Hinblick auf das Christentum und die Schöpfung und natürlich sozusagen als Ernährer, und zwar ideologisch erhöht, als Schöpfer. Also die Ablösung des Christus, des christlichen Schöpfergottes durch den Rassebauern. Und das war, was mehr oder minder offen, in einigen Passagen offen, in anderen weniger, auch auf dem Bückeberg gepredigt wurde. Dass das nicht jeder so gesehen hat, der zugehört hat, ist ja völlig klar. Aber das war die Botschaft, die da ausgehen sollte. Und durch diese Masseninszenierung war der Bückeberg natürlich auch für die Menschen attraktiv. Die mussten nicht hingekarrt werden. Die kamen freiwillig zu Hunderttausenden an. Und tatsächlich war es so, dass wohl 35, 36, das so um die Millionen sind da hingegangen. Und man muss sich vorstellen, was das für eine Anstrengung war. Die mussten hinreisen. Die harrten da 8 Stunden, bis dann endlich der Führer kam, der eine Viertelstunde durch die Reihen marschiert, wovon nur die ersten 3 Reihen den überhaupt sehen konnten. Und die mussten dort ausharren. Dann war die ganze Sache vorbei. Und dann mussten sie wieder irgendwie nach Hause kommen. Also sie nahmen schon ziemliches auf sich, um zu diesem, heute würde man sagen, Groß-Event in die niederdeutsche Provinz zu pendeln. Peter Schieger, und was die Zeitzeugen berichten, das ist mitunter ganz unkonventionell. Da hören wir noch mal ganz kurz bei Karl Behrens rein. In Hameln wurden 2 Stunden Pause eingelegt. Alle Lokale waren überfüllt. Würstchenbuden machten Riesengeschäfte, aber auch die gleichsam zu einer Sternfahrt nach Hameln angetretenen Damen des horizontalen Gewerbes. Jene weiblichen Glieder der germanischen Rasse zogen deren männlichen Angehörigen die Silberlinge mit viel Vergnügen aus der Tasche. Bei Abfahrt unseres Busses fehlten 2 Verheiratete und ein Junggeselle und trafen teilweise erst 2 Tage später wieder zu Hause bei uns im Dorfe ein.
herrlich, aber nicht ganz ungefährlich. Du und ich im Mondenschein, das könnte so romantisch sein. Wenn ich sonst auch sehr modern bin, dazu sag ich doch nicht nein. Die blaue Nacht erzählt von Küssen, ein junger Mann will was von Liebe wissen. Du und ich im Mondenschein auf einer kleinen Bank allein. Und dann könnten diese Nächte noch ein bisschen länger sein. Irgendwas möchte ich heute erleben, ja, und vor Glück möchte ich selig erbeben. Irgendwas muss geschehen, du wirst mich schon verstehen. Sag mir, wer dir das Recht, was ich so gern möchte. Ach, Willi, hörst du die Nachtigall? Hörst du ihren süßen, zärtlich klagenden Ton? Was sagst du, das ist gar keine Nachtigall, das ist nur eine Autorufe? Oh, schade. Willi, der Mond, der Freund aller Liebenden, sieht jetzt unser junges Glück. Was meinst du, ob er sich freut? Was, der ist über 384.000 Kilometer von der Erde entfernt und kann uns gar nicht sehen? Das ist aber sehr bedauerlich. Willi, eben war es mir, als ob der kleine Gott Amor persönlich hinter der großen Buche hervorgelugt hätte. Hm? Dort huscht er vorbei. Was? Du sagst, das war nur ein Eichhörnchen? Och, Willi, ihr Männer habt nicht für ein Sechser Fantasie. Zugangsoffenen Sendeplätze bei Radio Tonkuhle am Freitagmorgen. Peter Schieger bei uns zu Gast und wir sprechen heute über das Reichserntefest und die Blut- und Bodenideologie und die Frage, wie man heute, Peter Schieger, das ist das letzte Thema, was wir uns jetzt noch gegenseitig erzählen müssen, wie geht man mit diesem Gedenken um, in Anführungsstrichen, wie geht man mit einer Aufarbeitung dieses Stücks Geschichte um, und zwar einmal auch innerhalb der Kirche, aber auch, wie geht man an den eigentlichen Orten um, ohne einen neuen Anziehungspunkt für Neofaschisten irgendwie zu schaffen. Das Entscheidende ist, die Frage zu beantworten, warum macht man Erinnerung an Zeitgeschichte? Und wenn man dann diese Frage geklärt hat, kann man sich überlegen, wie man das, was man was in diesem Warum, in der Beantwortung des Warum steckt, wie man das am besten regeln kann. Da gibt es ja dann unterschiedliche Möglichkeiten. Warum macht man Zeitgeschichtsforschung und warum macht man das mit der Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit? Ist ja ein Unterschied, ob ich mich hinsetze und ein Buch schreibe, was dann ein paar Leute lesen, was in Fachkreisen dann anerkannt wird, sondern ich will ja auch öffentliche Wirkung erzeugen. Zeitgeschichte, das ist nun mal meine Professionalität. Das Spannende an Zeitgeschichte ist, dass es immer noch Zeugen gibt. Und zwar halt nicht nur filmische Tonaufnahmen, Akten und so weiter und so fort, Dokumente, sondern dass es auch immer noch Leute gibt, die ihr Erinnern zu Protokoll geben können. Das heißt, mit denen man sprechen kann. Das muss nicht immer ganz authentisch derjenige sein, der es erlebt hat, sondern es kann auch derjenige sein, der es hat erzählt. Eine Generation, die es hat sich erzählen lassen. Wie man damit umgeht, ist eine andere Frage, können wir jetzt nicht diskutieren.